Für uns geht's heute weiter nach Rheinberg. Und was uns da so erwartet, seid gespannt. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ja. Auf geht's. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Wir sind bei Petra und Hartmut gelandet in Lohmühle. Das ist bei Duisburg in der Nähe. Und seht euch mal hier den schönen Stellplatz an. Wir haben extra hier alles freigeräumt, dass wir hier schön stehen können. Unser Starlink haben wir schon aufgestellt. Hartmut hat auch schon hier den Strom bereitgestellt. Und hier seht ihr das Haus hier von den Lieben. Es ist ein älteres Haus, aber ich kann schon so viel verraten. Das ist sehr, sehr, sehr geschmackvoll. Weil ich hatte mich gestern mit dem Hartmut so ein bisschen unterhalten und dann hat er mir auch gesagt, dass es nichts gibt, was er nicht kann. Und das sieht man hier in jeder Ecke von dem Haus. Aber da werden wir bestimmt nachher noch mal ein bisschen mehr sehen. Hartmut, guten Morgen, grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen, Petra. Na? Ihr zwei, was macht ihr denn hier? Wie, das sieht ja schon schwer nach. Ja, die Petra erfüllt mir heute einen Wunsch. Wir haben uns durch Zufall gestern schon unterhalten, als wir angekommen sind. Ach, durch Zufall, aha. Nein, und darüber unterhalten. Und er hat so vom Käsekuchen erzählt. Aha. Und ich liebe Käsekuchen, aber seit Jahren ist er mir nicht mehr richtig gelungen. Und da hat sie ein ganz tolles Rezept, hat sie gesagt, und sogar ohne Boden, was ja noch viel besser ist. Und, und den machen wir jetzt. Lassen wir doch die Mädels mal hier so ein bisschen rühren und würde mich freuen, wenn du uns mal so ein bisschen hier dein Häuschen zeigst. Ne? Ja, kann ich gerne zeigen. Weil ich bin da immer so offen für, du bist handwerklich sehr begabt, habe ich festgestellt. Und du hast, glaube ich, keinen Punkt hier im Haus, wo du keine Hand angelegt hast. Ich habe alles selbst gemacht. Das ist schön. Da fangen wir doch hier mal im Wohnzimmer an. Ja, hier unten ist unser Esszimmer. Aha, das ist ja ein toller Sessel hier. Da kann man auch schön zur Ruhe kommen. Auch hier sehe ich wieder einen schönen Esstisch. Das ist auch sehr geschmackvoll gemacht. Machst du das Ganze hier, das Design, oder ist das eher ist es die Petra? Ja, das Design ist die Frau und ich muss es ausführen. Du kriegst dann immer deine Aufträge, ja, ne? Ja, super. Ja, hier gehen wir dann in, hier haben wir einen Kamin. Kaminbereich, da ist die Leseecke. Ja, das ist hier was für die Pia, so ein Kamin, echtes Feuer, das ist natürlich was ganz Tolles. Hier mit dem Sessel, dann kann man eine schöne Lesestunde machen. Und du hast auch hier alles schön gestrichen, habe ich gehört. Ja, ne? Da bist du immer extra für euch alles. Oh, das ist total lieb von euch. Ja, und dann geht es dann hier weiter. Hier gehen wir dann im Wohnzimmer, wo ich Fernsehen gucken kann. Mhm. Auch alles sehr gemütlich gemacht. So eine alte Schatztruhe. Ja, das ist mein Büro, ist da ist mein Computer drin. Ah. Mein Drucker. Das ist aber ein Klotz. Sehr schön. Ja. Ja, und dann? Hier gehen wir dann im Badezimmer unten. Mhm. Mit Dusche. Eine schön ebenerdige Dusche. Und hier sehe ich echte Steine, ne? Ja. An der Wand. Ja. Ich meine, ich brauche wahrscheinlich nicht fragen, wer das gemacht hat. Du hast wahrscheinlich hier alles gemacht. Das habe ich alles selbst gemacht. Dusche, alles gefliest. Ja. Eine kleine Regendusche. Wahnsinn. Nee, also wirklich super. Sehr, sehr geschmackvoll. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin in Bauleiter in Korrosionsschutz auf Kraftwerke. Ah, schön. Gelernt habe ich Maschinenschlosser und... Aber können kannst du trotzdem alles, ne? Ich bin Allrounder. Wir haben uns so ein bisschen unterhalten, egal ob das jetzt ein Auto ist, das du da zerpflückst und wieder zusammen machst, oder ob das jetzt, keine Ahnung, von deiner Frau die Küchenmaschine ist, die den Geist aufgegeben hat, du lötest das wieder und dann funktioniert das. Man kann alles. Das ist echt eine tolle Einstellung, gefällt mir gut. Und das ist mir auch hier sehr sympathisch, das ist euer ehemaliger Hund, ne? Ja. Toll. Ist vor 3 Jahren verstorben. Ah, ja, das ist braucht keiner. Jetzt können wir mal nach oben gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Schlafzimmer gemacht ist.
Ja, hier alleine die Treppe schon, ne? Die hast du ja auch alles verkleidet, alles mit Sikaflex hast du gesagt, ja, hast du das alles mit geklebt. Sikaflex du geklebt. Bist der Sikaflex-Mann. Und das ist Laminat. Sehr schön. Das Baujahr von dem Haus ist? 1960. Hier haben wir dann unser Schlafzimmer mit einem Bambusbett. Guck mal hier, du. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Also in live. Ein Bambusbett. Und hier, guck dir Sterne. Ja, die Petra. Das ist auch interessant, wenn man sich da auskennt. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Mhm. Boah. Aber das hast du jetzt nicht gemacht, alles selbst. Doch, das habe ich auch selbst gemacht. Das gibt's doch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Hier ist ja noch eine Dusche. Auch wieder eine Regendusche. Hast du da irgendwie eine Vision? Wie machst du sowas? Die Vision hat die Petra. Ich muss sie mal ausführen, die Arbeiten. Also so ergänzt ihr euch quasi. Ja, sie gibt dir die Aufträge und du bist die Ausführerin. Ich habe eine Vision gehabt und dann ich führe die Arbeit aus. Toll. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Ja, 34 Jahre. Wow. Toll. Ihr ergänzt euch gut. Ja, hier geht es dann noch eine Etage höher. Aha. Das hier, diese Mauer, war das alles schon hier? Nein, das war ein normales Geländer und da habe ich das Treppengeländer eingefasst und im Bord. Das habe ich nämlich jetzt eben gedacht, weil hier kommt das Geländer raus und auf einmal ist es verschwunden. Und das hast du alles selbst gemacht? Ja. Ja, das ist die Petra, ihr Arbeitsraum, Relaxraum. Das sieht Bett, mir da guckt sie Sterne, im Sternenhimmel manchmal. Wow, das sieht mir oder den Mond besichtigen, beobachten. Ja klar, wenn sie dann auch hier liegt, kannst du dann hier schön nach oben gucken. Sehr, sehr schön. Aber das ist doch ganz schön groß, das Haus hier, mein lieber Mann. Ja, 240 Quadratmeter Wohnfläche. Boah. Jetzt gehen wir beim Hartmut in den Keller, wo die ganzen Ideen umgesetzt werden wahrscheinlich, oder? Ja, das ist meine Bastelecke. Schön. Ja, das ist eine Sache, das vermisse ich so ein bisschen, wenn wir so unterwegs sind, dass du mal irgendwie gescheit irgendwo was basteln oder bauen kannst. Ja, da ist eine Waschküche, die ist noch nicht restauriert. Aha. Ja gut, du brauchst ja auch noch irgendwie ein bisschen was zu tun. Das ist mein... Hier führe ich meine Arbeiten aus. Toll. Ja, so. Oh, alleine wie es schon hier riecht. Hier riecht es nach Werkstatt. Sehr gut. Lotti guckt auch mal. Ja, hier würde ich mich auch wohlfühlen. Ja, eingedeckt mit Maschinen. Ja, ich sehe schon, auch meine Hausmarke ist hier vertreten. Jetzt sind wir hier in der Heizung. Und hier hast du, was hast du hier gemacht? Hier habe ich den Warmwasserspeicher umgebaut auf Wärmepumpe. Das ist ein Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe, weil er über Gas lief. Und wie umgebaut? Du hast das einfach, hast gesagt, nee, der Gas ist zu teuer? Die Gaspreise ging hoch und dann habe ich mir eine Wärmepumpe gekauft und habe sie umgebaut. Und woher kannst du sowas? Ich habe mir alles angeeignet. Toll. Sensationell. Das sieht ja toll aus. Muss ich fragen, ob du den Boden gemacht hast? Ja, den habe ich auch gemacht. Na klar, ich meine, was auch soll's. Was ist hier mit der Überdachung? Die habe ich auch gemacht, das sind Glasscheiben. Okay, wir können das Ganze abkürzen. Was hast du nicht gemacht? Gibt nichts, ne? Nein, es gibt nichts. Das Dach, alles habe ich selbst gemacht. Wie das Dach? War das vorher das ein Flachdach? Das war ein normales Flachdach. Und da habe ich dann ein Pultdach rausgemacht, Dachpfannen drauf und wieder Photovoltaikanlage drauf. Unglaublich. Also ich dachte ja immer, ich bin handwerklich so ein bisschen begabt, aber bei dir nebendran, da komme ich mir irgendwie vor wie ein kleiner Schulbub. Dann kriege ich hier Komplexe, du. Guck mal, hier ein Fahrrad da drin stehen. Mhm. Das ist unser Rasenmäher. Aha. Das ist gut. Also das machst du jetzt nicht selbst, ja? Nein, die Garage habe ich selbst gemacht. Okay, aber Rasenmähen? Nein, das brauche ich nicht selbst machen. Gibst du ab. Sehr gut. Ja. Hier haben wir Bananenpalmen. Oh, wie geschmackvoll. Das sind Riesendinger. Und hier hast du, boah, was sind das, Kois? Ja, teilweise Kois und sind auch ein paar Goldfische sind überwiegend auch drin. Das ist ja Wahnsinn, was für Klötzer.
habe mal gehört, so Kois sind gar nicht so einfach zu halten, die sind ziemlich empfindlich sind. Kannst du das bestätigen? Nö. Das geht natürlich schwer, wenn das Wasserqualitäten nicht stimmen, dann gehen die doch schon, also gehen sie ein. Ne? Also man muss schon auskennen, auf ne? einiges achten. Mhm. So, hier haben wir dann unser Pavillon. Das ist jetzt auch wie das Bett hier, oder? Wie euer Schlafzimmer? Ja, das ist auch aus Bambus. Bambus? Auch komplett selbst gebaut. Ja, die Frage, die hätte ich jetzt gar nicht mehr gestellt. Wahnsinn. Hier, Lotti, pass auf hier, das ist tief. Bleib schön hier. Toll. Hier sind wir quasi komplett über Wasser. Nur der Pavillon steht auf dem Boden. Das andere ist hier alles Wasser drunter. Ne? Toll, Wahnsinn. Also haben die auch eine ordentliche Fläche, wo sie sich bewegen können, ne? Wie groß ist hier dein größter Fisch? Ich sag mal so um die 70 cm. Boah. Und die sind dann wie alt? 11 Jahre. Was machst du hier? Hier verbringe ich mein Hobby, wenn ich ein bisschen Zeit habe und mal. Ja, da bleibt ja nicht mehr Langeweile viel, oder? Bei dem ganzen Projekt. Dann bastel ich ein bisschen hier dran an. Eine Wespe. Wahnsinn. Was ist das für ein Baujahr? Das ist ein Baujahr 1958, eine GS3. Toll. Und deutsches Modell. Aha. Die wurde abgemeldet, da habe ich die Abmeldebescheinigung in Juni 1960. Seitdem war die nie mehr angemeldet. Wahnsinn. Oh, hast aber hier schon die Weißwandreifen schön drauf. Ja. Den Lack, der sieht aber auch. Das ist der Originallack, aber neu aufgearbeitet. Aha. Toll. Alles andere ist original. Bis auf Dichtungen, Kolbenringe und so, sonst ist alles original. Ich sehe es auch die Griffe hier, ne? Ich meine, die sind auch schon Wahnsinn. Toll, also für Vespas, da habe ich ja schon auch ein Auge oder ja, ich mag sie gerne. Mein Papa hat auch eine, allerdings ist das noch ein Jungspund gegen deine hier. Mhm. Meine ist Baujahr 81 oder die von meinem Vater. Und die hier ist natürlich schon ein Schätzchen. Ja. Wir gucken mal, was die Mädels machen. Wir haben einen Hausrundgang gemacht. Sehr schnell. Sehr, sehr, sehr geschmackvoll, muss ich dir wirklich sagen. Wow, schon fertig. Ja, und ich habe schon probiert den Teig, der schmeckt so lecker. Aha. Na, geht der ab in den Ofen? Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir werden richtig verwöhnt, wa? Ja, aber so, natürlich ein Herzkuchen, ne? Darf ja auch nicht fehlen. Wow. So, der Kuchen ist im Ofen. Und was fällt mir hier auf? Sehr positiv. Der Aquion steht hier. Aber das ist jetzt gar nicht so das Highlight für mich jetzt. Das ist jetzt hier wieder typisch Hartmut. Seht ihr das hier? Das ist ein Eckventil. Jetzt fragen wir mal Hartmut, was hast du dir jetzt dabei gedacht? Was hast du da wieder ausgeheckt? Ich bin immer ideenreich und man wird nicht älter. Immer da unten reinkrabbeln, ein Ventil da unten zu. Also man wird nicht jünger, meinst ja, du, ne? Ja, man wird nicht genau, jünger. Genau, genau. Und da unten reinzukriechen ist natürlich schon ein bisschen doof. Dann denkt der Hartmut, ach komm her, dann setzen wir doch einfach das Eckventil nach oben, ne? Ja. Aber erzähl mal, wie geil du das da gemacht hast. Ja, dann habe ich mir ein Eckventil. Ich habe hier mal noch ein Muster. Kann man die Verschraubung, hier habe ich eine Dichtung reingesetzt. Aha. 5,7 mm Durchmesser, die drehe ich rein. Da hast du ja auch alles so angepasst, dass das so funktioniert. Ja, das habe ich angepasst. Hier habe ich einen Winkel für den Schnellverschluss, dass der Schlauch nicht geknickt werden muss. Ja. Und wenn wir jetzt den Aquion mitnehmen in Wohnmobil, brauche ich nur hier die Schraube lösen, hier oben zu und wir können es mitnehmen. Genial. Der Kuchen ist fertig. Ja. Sieht schon super lecker aus. Oh, ist aber noch ziemlich heiß. Ja, der muss jetzt noch abkühlen. Und bevor wir den dann genießen, machen wir jetzt mal einen schönen Rundgang mit Lotti und gucken mal, wo hier der Wohnmobilstellplatz ist. Ja, es soll ein toller, oder ein oder zwei Wohnmobilstellplätze soll es hier geben. Und man kann mit dem Fahrrad schön hier fahren. Aber das lassen wir uns alles von der Petra und vom Hartmut einmal zeigen. Genau. Thank you.
Das Bild gefällt mir hier sehr gut. Hier können wir das alles mal auf einen Blick schön sehen. Das ist die Stadt Orsau, ne? Orsau, mhm. Genau. Und wir sind jetzt quasi dieses Stück hier lang gelaufen. Und unser Standpunkt ist jetzt der hier. Und jetzt hier direkt vor uns steht, was hast du gesagt, Peter? Der älteste Baum hier in der Orsauer Stadt, der so circa roundabout 300 Jahre alt sein soll. Wahnsinn. Ich habe auch schon mal oben in die Baumkrone reingeguckt. Der ist schon abgestützt mit irgendwelchen Bändern, dass der ja nicht irgendwie was abkracht. Und geht aber auch in den Rheindamm hinein. Ja, genau, das steht mittendrin. Ja gut, das Recht hat er auch. Ne? Ich meine, ja, das war auch der einzige Baum, der das Recht hatte. Super. Und du hast gesagt, wenn du jetzt hier bist, hier gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Ja, sogar zwei. Cool. Und ja, man kann ihn sogar von hier, könnte man ihn schon so ein bisschen erahnen, aber genau, wir gehen auch noch mal ein bisschen hin. Aber da bist du ja hier im Katzensprung, bist du ja hier direkt dann auf dem Damm und kannst dann diese Aussicht hier genießen. Und mit dem Fahrrad kannst du ja hier auch wunderschön fahren, ne? Hast du gesagt. Ganz genau, hier sind unfassbar viele Fahrradwege. Und wenn man hier links hochfährt oder schaut, ja, ist der Hafen, den man jetzt sieht. Ah, da hinten, ja. Das ist ein Hafen und ein Kohlehafen, mit Kohle befördert. Aha. Und dahinter gibt es die schönsten Fahrradwege bis nach Zanten. Am Toll. Rhein entlang. Toll. Also richtig total schön ausgebaut. So, und hier seht ihr jetzt, hier ist der Stellplatz. Da darf man mit dem Wohnmobil stehen. Und hier die Treppe hoch. Und da oben haben wir eben gestanden und haben hier runtergeguckt. Also ein Katzensprung zum Rhein. Dieser Stellplatz ist sogar kostenlos. Zwei Stellplätze, wo man hier parken kann, übernachten kann. Schön. Und von hier aus auch die Fahrradwege losgehen. Genau, und recht da drüben ist auch noch irgendein Restaurant oder was? Genau, ja? Ist ein Restaurant, wo man sehr gut essen kann. Und links runter ist die kleine Stadt, wo Bäcker und alle anderen Geschäfte vorhanden sind. Und du hast mir ja auch gesehen, gesagt, an dem Schild kann man erkennen, da gibt es einen Rundweg, wo man einmal komplett hier um die Stadt Orsau, genau, laufen kann. Genau. Und das soll auch total schön sein, ne? Ja, hier gibt es viel zu sehen. Es ist eine alte, historische Stadt. Aha. Und hier ist dann nochmal dieses Schild, wo ihr dann einmal mit diesem Weg um Orsau rumlaufen könnt. Und der Weg sieht dann so aus. Hier kommt er dann lang, geht dann einmal hier lang über die Straße und dann geht es hier wieder weiter um den Ort rum. Also total schön gemacht. Petra, ich habe ein Déjà-vu. Hier sind Alpakas. Ja, auch in Orsau gibt es Alpakas. Das ist aber schön. Ja, hier kann man die sogar ausleihen und damit spazieren gehen. Ach ja. Und jetzt zur Überraschung, vielleicht kommt gleich eins bei dir hin. Ja, ja. An der Leine. Ja, kann man dann damit eine bestimmte Route laufen? Einmal hier um das Ort? Also ja, um den Ort und ja, halt über die Felder, wo wir gerade schon gelaufen sind. Ja, schön. Ja. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight. Der Kuchen war aber lecker. Ja, mega. Frisch aus dem Gefrierfach. Für eine Viertelstunde. Ja, er war noch ein bisschen warm, deswegen hat Petra ihn noch mal kurz ins Gefrierfach. Aber er war sehr, 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 sehr lecker. Man sieht es doch, oder? Ja. Mit Liebe gebacken. Jawohl. Ja. Und jetzt möchte ich euch aber noch mal ein Anliegen sagen. Erstmal danke für euer Besuch. Oh, sehr gerne. Für die tolle Zeit. Wie ihr uns empfangen habt, vielen Dank. So herzlich, also das war ganz, ganz toll, ja. Und bin jetzt schon traurig, wenn das morgen wieder weitergeht, aber okay. Ja. Unser Anliegen ist es, was wir uns schon besprochen haben, Hartmut und ich, dass wir den Aquion, den wir jetzt gekauft haben, aha, auf der Düsseldorfer Messe euch kennengelernt haben
und die wunderschöne Geschichte da dranhängt, die jetzt zu lange wäre, möchte ich euch doch bitten, euch auf unseren Aquäon, der ganz frisch jetzt dort steht, zu unterschreiben. Dass ich euch immer wieder, oder? Jeden Tag im Herzen die schönen Erinnerungen. Das ist ja genial. Das haben wir auch so noch nicht gehabt, oder? Nee, überhaupt noch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich bin mir ganz sicher, Petra. Einmal ist das erste Mal ist immer einmal, oder? No. Ja, das stimmt. Oder andersrum, einmal ist das erste Mal. Einmal ist immer das erste Mal. Genau. Genau. Ja, jetzt. Also ihr seht, ich bin aufgeregt. You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet, didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't feasibly could meet you. Mein Gott. Petra, ist das jetzt Lungenrauschen oder Hartmut? Nein, der ist jetzt noch wertvoller wie vorher. Ja, wie lieb. Also er sieht richtig, richtig toll aus. Und dann noch mit Herzchen. Ja, also sehr schön gemacht, ist Wahnsinn. So eine Nervosität hätte ich nie gedacht, ey, dass es so nervenaufreibend ist. Ja, aber ihr seid ja auch Herzensmenschen. Ja. Ja, und jetzt müssen wir uns ja noch die Molly anschauen. Unbedingt. Petra, wir sind bei deiner Molly gelandet. Wie schön. Die ist total schön hier. Und ich sehe hier am Eingang, sieht man gleich, wer hier campt. Natürlich. Und was mir auch sehr positiv auffällt, hier hängen die Putzfüchse am Eingang. Das ist ein Muss. Das ist ja cool. Kommen Sie rein. Ja, gerne, gerne. Wow, hier hast du schon ein richtig tolles Raumgefühl durch den Alkoven. Das ist ja bei uns ganz anders. Da kommst du rein, ne? Da hast du die Decke dann ungefähr schon hier. Ja, das ist toll. Da oben habt ihr da keine Probleme reinzukrabbeln? Nein, hier ist noch eine Leiter drin. Und aha, hier oben habe ich die Fernsehlounge für meinen Mann angerichtet, weil ich kein Fernsehen schaue. Aha. Und dann wird er nach oben verfrachtet. Schön. Und ich habe hier unten Platz und kann dann machen, was ich will. Na, das hört sich doch gut an. Toll, hier unten hast du eine Sitzgruppe. Was hast du denn da geschmückt hier? Was ist das denn hier? Wir hatten unser 34-jährigen Jahrestag, Hochzeitstag. Ach, da hinten sehe ich's, ja. Wow. Ja, waren schon schöne Jahre, ne? Muss ich ja sagen. Ach, guck mal hier, wie süß. Das ist schön. Und dann, oh, jetzt wird Pia wahrscheinlich auch neidisch werden bei dieser riesen Küche hier. Das ist ja Wahnsinn, was eine Küchenzeile. Ja, das war mir auch wichtig. Boah, da passt auch. Der Hartmut hat hier sein Patent schon hinten hingestellt. Da kommt der Aquäon dann irgendwo in die Nähe. Genau. Das ist ja super. Wenn manche überlegen, ah, der Aquäon ist so groß, wo sollen wir den hinstellen? Also das Problem habt ihr hier definitiv nicht. Die Armatur wird versetzt. Gut. Mhm. Und der Aquäon wird hier hingebaut. Super. Sehr gut. Ja, und jetzt? Wo habt ihr euer Bad? Das Bad ist hier. Oh, es liegt noch was da unten. Naja, das bitte ist, nur oben gehen. Das ist halt so. Film. Ah, hier mit separater Dusche. Schön. Sehr schön. Alles da, was man braucht, siehst du? Genau. Und dann hier hin, das ist dann dein Reich, oder? Das ist unser Reich. Wird ja noch geteilt. Toll. Also sehr gemütlich eingerichtet. Klimaanlage habt ihr auch? Ja, noch nicht einmal benutzt, aber wir haben sie. Aber das ist auch, ich finde das immer gut, wenn man sie hat und brauchst sie nicht. Aber wenn du sie einmal brauchst, dann bist du froh, dass du sie hast. Weil, bin ich dankbar. Ja, ist definitiv so. Ich meine, gerade bei uns mit der Lotti, ne, da bist du auch froh, wenn die mal irgendwo ist und du bist in Italien, es ist bullenheiß. Dann bist du froh, dass du sowas hast. Da kommst du mit so einer Max-Van meiner Meinung nach nicht so weit. Ja, ihr Lieben, tolles Wohnmobil. Vielen Dank für die Vorstellung. Aber das Beste hast du ja noch verpasst, da ist auch die Garage. Ja, dann gerne. Keine Ahnung. Ist dein Problem. Ein wenig noch vollgepackt.
Wir waren ja noch vor kurzem unterwegs. So muss das sein. Auch hier mit Regal. Genau. Hartmut. Hast du hier wieder deine Finger im Spiel gehabt, ja, oder ist das, war das schon? Marke Eigenbau. Wie kann es auch anders sein, ne? Toll. Wo hast du das jetzt hierher, das Profil? Das habe ich aus dem Baumarkt und habe dann mit der Kappsäge, normales Sägeblatt, habe die geschnitten und die Eckverbindung hier rein und dann hier mit einer selbstsichernden Schraube. Ja, weil wir hatten bei unserem anderen Wohnmobil sowas zum Rausziehen und was weiß ich alles, aber das kostet ja ein Schweinegeld. Was hast du da jetzt aufwenden müssen für ein Material? Ich sag mal 120 Euro. Boah, Wahnsinn. Das ist natürlich... Ein Tipp für viele. Genial. Und guck mal, was du da alles reinkriegst. Würdest du dann auch... Das ist so Euro-Boxen-Format wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. Toll. Also ich muss sagen, wir waren ja noch im Urlaub, ne? Also normal ist es so nicht. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Da ist für also. Stühle. Ja, ich dann auch. Ach, da hast du auch eine Halterung gebaut. Ja, ja. Dass die dir nicht rumfliegen, ja, Wahnsinn. Hartmut, du bist ein Original. Prima. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Vorstellung. Bitte, bitte. Für den tollen Tag, für die Führung, für alles das, was ihr für uns möglich gemacht habt und ja, für die Herzlichkeit. Ja, das finde ich aber für euch genauso. Ne? Ja, danke schön. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich kann das jedem empfehlen. Pia und Markus einzuladen, das sind echt super, super tolle Herzensmenschen. So bist du lieb. Dankeschön. Ihr Lieben, mit den schönen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt mal in die Kommentare, wie hat euch die Gegend hier gefallen. Kommt gerne mal vorbei. Wohnmobilstellplätze habe ich ja verlinkt. Und ja, schaltet im nächsten Video wieder ein, wenn es heißt Camp Your Life. Und bis dahin. Tschüss! And I